Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen YouTube-Video von mir. Es ist wieder ein Vlog und diesmal nicht auf der Ida, sondern ich bin auf der Mein Schiff 6 und es ist die Schlagerkreuzfahrt Schlagerliner 2. Ich nehme euch mit und ich bin gespannt. Heute Abend tritt Beatrice Egli auf jeden Fall schon mal auf. Da bin ich natürlich am Start und ich würde sagen, viel Spaß beim Video. Gebt dem Video gerne einen Daumen hoch. So, wir haben jetzt die Seenotrettungsübung hinter uns. Was ich halt ein bisschen anders finde, ist, dass es auf Kabine keine Rettungswesten gibt. Die kriegt man halt erst an der Sammelstation. Je nachdem, ne? Ich finde es nicht so gut. Aber ja. Also eine Sache, die ich hier merkwürdig finde, dass die Kabinentür nach außen aufgeht so. So, ich bin jetzt auf dem Weg ins Gym. Mir ist jetzt eingefallen, dass ich außerdem passend für Tui angezogen bin. Das wollte ich nicht. Aber naja, ich teste es jetzt mal. Ich hoffe, ich finde den Weg, weil, ja. Zum Frühstück. Im Buffet-Restaurant oben. Es ist halt alles sehr unübersichtlich, finden wir so, weiß ich nicht. Ist ja der erste Eindruck ist. Und dann haben wir unten im Atlantik noch gegessen. Also wir wussten nicht, dass da ein Buffet ist, aber dann haben wir es rausgefunden. Und da finden wir es besser. So, ich habe kurz das Gym ausprobiert. Ist ein bisschen klein, aber ist okay. So, ich bin ja umgezogen. Und jetzt gehen wir noch mal ein bisschen auf Schiff rumlaufen. Wie muss ich? Die Tür mache ich auf. So, wir sind gerade wieder in die Kabine reingekommen und guckt euch das mal an, wie süß ist das bitte. So Leute, wir wollen kurz Kaffee trinken. Jetzt kommt der nächste Künstler oben am Pooldeck und ich gucke mal, ob wir einen Platz finden. Ich kenne ihn nicht, deswegen mal gucken. Weil man im Leben oft stolpert und zu zweifeln nicht mehr und dann nie mehr allein. Der Programmpunkt, der noch geboten wird, ist Shuffleboard. Und ihr wisst, ich und Shuffleboard, da gehen wir jetzt hin.
Also ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber die läuft überall Schlager. Guten Morgen, es ist 6.30 Uhr. Ich bin aufgewacht, habe rausgeguckt und ich fand das so schön, dass ich jetzt entschieden habe, mich ganz schnell ready zu machen. Ich glaube, ich habe 5 Minuten gebraucht oder so. Und dann, also jetzt. Und jetzt gehe ich hoch zum Pool. So, ich bin an Deck. Ich dachte, ich wäre die Einzige, um dir zu hören, aber nein. So, ich bin jetzt hier auf so einem Glasbalkon angekommen. Die andere Seite ist leider besetzt. Genau. Das ist wunderschön. Wir fahren jetzt richtig Stockholm. So, wir sind ja gerade auf dem Weg nach Stockholm und guckt euch mal an, wie dicht wir hier einfach langfahren. Das ist so krass. So Leute, wir haben angelegt und wir gehen jetzt runter und wir gucken mal, ob wir mit dieser Fähre rüberfahren können in die Stadt. Also hier sind so 3 Linien auf dem Boden, seht ihr das? Rot ist zur Fähre. Blau ist zu Fuß in die Stadt und grün ist zu den Bussen. Und wir fahren mit der Fähre rüber. Genau. Peter Wackel, Mallorca. Ja, oh, da ist der Fahrstuhl. Der nächste Tag ist angebrochen. Guckt mal, wie schön das Wetter ist. Wir haben das schönste Wetter gerade noch und es sind auch keine Wellen. Ich kann euch sagen, ich bin so fertig. Ne? Eigentlich brauche ich dann einfach mal 10 Wochen Urlaub. Aber ja, heute beginnt leider erst alles so spät. Finde ich ein bisschen schade.
Aber naja. Leute, da das Wetter so schlecht ist, konnten wir nicht anlegen. Das heißt, ein weiterer Seetag und morgen legen wir dann hier an. Ich bin mal gespannt, ob die das Programm umkrempeln oder halt nicht. Aber ja. So Leute, Planänderung. Anstatt, dass wir jetzt einen weiteren Seetag haben, sind wir gerade auf dem Weg nach Warnemünde. Da legen wir ungefähr um 15.30 Uhr an. Und dann haben wir da bis 21 Uhr Landgang. Ich meine, Warnemünde. Also, ich war da schon ein paar Mal. Aber naja, ich finde es besser als einen weiteren Seetag. Vor allem das Wetter ist jetzt eigentlich wieder relativ gut. Schade, dass es nicht geklappt hat. Aber ja. Auf jeden Fall haben die das Programm ein bisschen angepasst. Jetzt kommt Marie rein wieder im Theater. Da gehe ich natürlich für hin. Und alle guten Dinge sind ein. Ich schrieb mal Tausende an dich. Weggesteckt hab ich sie nicht. Ich hab's überwältigt. Aber du bleibst bei die Reise ist jetzt vorbei, wir sind alle kaputt, das war so anstrengend. Das war keine normale Kreuzfahrt, das war Feiern pur. Auf jeden Fall das Konzept Schlagerliner und generell, wie das hier so aufgebaut ist mit den Schlagerleuten, finde ich super. Also das Konzept hat mir 1A gefallen. Ihr kennt mich, ich bin halt AIDA, ne? Deswegen, es gibt ja immer nur Mein Schiff oder AIDA, aber genau. Es war mal schön, nochmal Mein Schiff gesehen zu haben, aber ja, also die Schlagertour war top.